So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem Bus-Simulator 21 und ich werde mal die Zeit vorspulen. Ich werde mal ein bisschen auf den Tag gehen, damit wir ein bisschen was sehen. Anwenden. Jo. Den Bus hell werden. Das sollte aber... Ich wollte gerade sagen, bitte nicht trocken. Bitte nicht das. So, wir stehen immer noch an der Haltestelle Nummer 2 der Augstraße. Also wir haben gerade die eine Route beendet. Wir fahren jetzt die nächste Route schon wieder an. Und es geht heute weiter. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Laut Navi. Ich will nicht ins freie Spiel, ich will die Route fahren. Müssen wir jetzt flachsen? Route wählen? Sie? Jetzt fahren? Ja, ich will den Bus fahren. Jetzt. Ich will das Ding jetzt nochmal versuchen, im Hellen zu fahren. Im Hellen bei besserer Sicht. Nicht, dass wir das so. Ich will hier 100% fahren, damit wir die als Bus, als Dings kriegen. Oh, ey. Schlimm manchmal. Im Dunkeln ist das echt schwierig zu sehen. Ich vermute, dass das deswegen ist. Das ist eine unbekannte Route. Ich bin hier schon sehr lange nicht mehr gewesen. Und jetzt, wir haben den langen Bus. Naja, alles ist gut. Es ist halt alles halb so schlimm. So. So, gucken, dass wir jetzt hier nicht voll um die Ecke feuern. Ich fasse jetzt ein bisschen mehr auf. Versuche zumindest. So. Wahrscheinlich ist halt trotzdem scheiße halt Position. Nee, 233 Maximum. Du kriegst keine Zahltage mehr. Vergiss es. Ernsthaft? So, fahren wir schön super ab. Krieg ich jetzt keine Dings mehr? Keine Meldung mehr? Rücken? Aber ich habe jetzt gar nichts bekommen gerade. Hm. Na gut. Wir haben ja die letzte Mal die Route. Jetzt haben wir sie mal einmal komplett. Jetzt machen wir sie ja nur... Stückeweise gefahren. Zur Insel von Winter der Leidenschaft zu fliegen. Ich war so froh. Jetzt kriegen wir doch mal. So. So schön sauber ranfahren. Und damit ist das auch unsere Haltestelle. Das ist die B6. Das ist bzw. die 4. Das ist die Siegwalden. Die müssen wir noch einmal überspringen. So. Der Bus schon gegen. Moin. Ihr habt ja Zeit, genau. Ah, ich hasse das wie die Pest, Mann. Man will nicht um die Ecke. Was macht dieser scheiß Autofahrer? Ich stelle mich da vor. Das ist es halt einfach. Ich bin am Abbiege vorgegangen, habe zwei Fußgänger nicht überlassen können. Und der nächste Autofahrer hat nichts Besseres auf die zu tun, als zu sagen, oh, ich stelle mich direkt vor den Bus. Ja, Pech. Jetzt schiebe ich deine scheiß Karre weg. Scheißegal. Ist teuer genug schon, wenn er Mist mittlerweile. Ich verliere schon wieder so viel Geld, weil irgendwelche Fußgänger meinen, meinen Bus zu spawnen. So, jetzt mal hier rüber. Ja, mein Gott, eine scheiß Fahrgast interessiert mich gerade. Ich hasse solche Leute. Komm her, wo bist du? Ja.
Hallo. Mach deine Scheiße aus. Du nervst. So, nächste Haltestelle. Anfahren. Hauptstraße. So. Ja, ist ja gut. Ja, wirklich. Jetzt habe ich einen Zahltag. Sehr geil. Ich brauche eine Fahrkarte. Ich hoffe, der kriegt als die Route 3 aber gefahren, das weiß ich. Habe ich zwei Fußgänger angefahren. Warum auch immer. Was kriegen wir denn überhaupt mittlerweile an Kohle jetzt? 128.000. Ja, es lohnt sich. Wiesel, wenn die Route jetzt auch ausgebaut wird, dann lohnt es sich wahrscheinlich noch mehr auf. Ich versuche die nämlich auf 100% zu bringen. Dann hätten wir die nächste Route auf. Wo wir ein bisschen Geld scheffeln können. So, einfach Fahrkarte. Oh, hör auf damit der Scheiße. Mein Ticket kostet 1,20. Ich gebe dir, mal 20 Euro hin. Oh, 84 Euro. 3 Wochen hat die sich jetzt geholt. Warum holst du denn nicht eine Monatskarte? Oh, sie haben sogar Mittel gegen Bienenstiche in Daniels Honigladen. Hallo? Dürft ihr... Ja, 2, 3. Ist mir gerade scheißegal. Setz dich hin. Du nervst. Und ich rate, du willst auch aussteigen, ne? Ey, der Bus steht schon eine ganze Weile da mit dem Scheiß mit der Tür offen. Und was machen die Fahrgäste? Ich werde da erstmal stehen und warte, bis er reingestiegen. Und danach steigen wir nochmal aus. Naja, alles ist gut. Nichts halt, ist halb so schlimm. Glaubst du, dass Hans in der letzten Folge gestorben ist? Nein, glaube ich nicht. Hans lebt noch. Und ja, ich habe eine Katze. Was ist das, Katze? Ich fahre lieber Bus, als dass ich fliege. Hm. Natürlich. Dauert auch nur halb so lange. So, kurz hier. So, damit keiner von denen auf die Idee kommt, mich hinten durch die Tür zu drücken. Ja, ich stehe scheiße, ich weiß. Ich stehe aber bewusst jetzt gerade so. Hi. Ich brauche eine Fahrkarte. Ein schöner Tag. Soll die verwöhnten Typen da hinten mal kurz über den Schlamm laufen? Nur hin, bitte. Yep. Warte. Euro. Einfache Fahrt, bitte. Ja. Damit wir ein bisschen Kohle machen können, damit die Leute alle einsteigen können. Ja. Damit ich hinten vorne einsteigen dürfen, damit die nicht. Warte mal, ich hab gerade diese jetzt erreicht. Das ist hinten nicht ausgestiegen. So, ich kontrolliere jetzt auch mal. Komm, sie haben ja Zeit. Na klar, hier bitte. Moin. Fahrkartenkontrolle, auch du. Moment, hier ist sie. Ach, hier. So, Tonach, Tonach. Komm, es kann doch nicht sein, dass sie kann. Ja, weil wenigstens einer tanzt immer aus der Reihe. Oh, noch einer. Klar, hier. Nur noch einer. Ich hatte den Bus fast verpasst und hab dann vergessen, eine Fahrkarte zu kaufen. Oh, da ist noch einer. Moment. Nicht, dass wir hier noch irgendwie einen Fahrgast vergessen. Hab zu kontrollieren, damit wir. Ach ja. So, ab zum alten Sägewerk. Gut, gut, dann fahren wir heute den, also wie gesagt, wir fahren jetzt natürlich die Route. Ich werde danach nochmal einen neuen Bus kaufen, einen weiteren CNG-Bus. Den werde ich auf diese Route setzen, wenn wir die auf 100% fahren. Ich glaube nicht, dass wir die auf 100% kriegen. Aber Step by Step wird es gehen. Weil wenn die auf 100% ist, dann fahren auch die NPCs nämlich genauso die Route auf 100% und verdienen halt die meiste Kohle. Okay. So.
lustig geblitzt werden. Das war aber auch knapp. Jetzt fahren wir nämlich nach Siegwalden. Da, wo wir eben schon an die Haltestelle ranfahren wollten, fahren wir jetzt richtig ran. Die nehmen wir nämlich jetzt mit. Weil eben sind wir nämlich von hier, glaube ich, von links gekommen. Wollten an die Haltestelle ran. Aber jetzt dürfen wir sie mitnehmen. Moinsen! Wo ist es da? So, wir haben schon fast wieder den nächsten Zahltag. Sieht schon wieder besser aus alles. Danke. Ohne die 40.000 haben wir dann mal ein bisschen mehr Kohle dabei. Danke. So. Gut. Und weiter geht die Reise. Tür zu. Und ab geht's. Jetzt sind wir nämlich genau pünktlich. Jetzt sind wir nämlich im Zeitplan drin. Der Fischgrund. Und dann bleiben wir stehen mit deiner Scheißkarre. Ja, ich hasse sowas. Du bist gerade von der Haltestelle weg. Du bist gerade von der Haltestelle weg. Und dann steigt keiner aus und du musst extra anhalten. Gut, dann fahren wir weiter. Wir sind immer noch unterwegs im Fischgrund, da geht es um Siegwalden, da geht es um altes Sägewerk und da geht es um Auffass. Da müsste es eigentlich durch sein. Das sind, glaube ich, nur 8 Haltestellen pro. Naja, gehen wir hin. Genau, dann ist die Haltestelle direkt hier vorne. Ich fahre jetzt bewusst ein bisschen weiter raus, damit ich halt besser um die Kurve komme. Das mache ich in den Wheelauf tatsächlich genauso, wenn ich fahre. Ich stehe meistens ein bisschen weiter drüben, damit ich schön die Kurve besser fahren kann. Jetzt muss ich gerade gucken, ob die nicht hier irgendwie über die Straße dackeln wollen. Weil die Scheiße schon wieder 20.000 kostet. Dann wäre ich fast wieder an dem Laternenmaster hinten hängen geblieben. So, ist unterwegs jemand eingeschlafen. Na, welche Überraschung. So, Fischgrund. Einmal anhalten. Haltestelle kann wieder ausgebaut werden, wir müssen den nächsten Zahltag haben. Wir sind jetzt bei 500.000, also wir haben jetzt fast schon wieder den nächsten Zahltag. Wir haben schon, können wieder 2 Busse kaufen, bald. Ja, passt. Fahrkarte, ja, natürlich. Also wir haben schon fast wieder die Millionen voll. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Ja. Ups, müssen Sie schnell. Passiert. 80 Cent Trinkgeld, gib ihm. Achso, da ist ein Fahrgast eingeschlafen, ne? Hat er gesagt. Warte mal, wo ist denn der? Seht jetzt nicht. Wo ist der schlafende Fahrgast? Wo ist der schlafende Fahrgast? Ist der wieder aufgewacht? Der hier. So. Schon gesehen. Dankeschön, dass du mich nochmal rauslässt. So, nächste Haltestelle ist hier links irgendwann. So, da kommt keiner. Perfekt, da können wir hier raushauen. Diese stillen Polizisten, wo ich jetzt gerade drüber geräubert bin, die habe ich ausgestellt. Die heißt wirklich so. Weil eigentlich sollte man da auch runtergehen. Ich habe mir immer, weil es mich dann irgendwann einfach nervt, wenn du dann hier mit 50, 60 dann auf jedes scheiß Schlagloch zu achten. Deswegen habe ich die rausgenommen, diese Schlagstoffstrafe. Und wenn ich ehrlich bin, ich würde auch ein bisschen die Fahr- und Fußgängerstrafe rausnehmen. Dankeschön. Wenn es geht, ich habe immer nachgeguckt, es geht, glaube ich, meines Wissens nicht. Links nach Siegwalden.
mal, ist kaum was unterwegs an Fußgängern. Sehr schön. Wir fahren fast alles grün. Also wie gesagt, im Hellen sieht es alles ein bisschen anders aus. Ich will die jetzt auf 100% haben, die Straße, die Strecke. Dass wir, wie gesagt, damit wieder die meiste Kohle machen. Umso mehr Strecke auf 100% sind, umso mehr fahren auch die NPCs hier auf 100% und dann verdienen die auch die meiste Kohle. Ja, fahr, alles gut. Du kannst raus. Und du nicht mehr. Ach, da steht schon der Kollege. Eben waren wir schneller. Da stand er nämlich hinter uns. Ja, ja, ist gut. Ich stehe in der schlechten Handposition, weil ich hinter dem zweiten. Weil ich hinter dem Kollegen stehe. Haufen Umsteiger wahrscheinlich. So, Fahrgast möchte Fahrkarte. Ja, wie gesagt, nochmal, ich habe eine Karte, Katze, die hat gerade wahrscheinlich ihre 5 Minuten. So. Sind zu viel. Achso, du willst auch noch eine. Upsi, ich hab's nicht gesehen. Aber du willst halt passen. Perfekt. Wunderbar. Okay, weiter geht's. Schauen wir uns solche Sachen wie den Flixbus-Simulator zum Beispiel nicht auf der PS4 gibt. Oder so Reisebus-Simulator oder sowas. Das fände ich halt cooler. Ich fände mal wieder was anderes. Immer. Ja. Du liebe Zeit, du liebe Zeit. Wie viel Kohle haben wir denn überhaupt mittlerweile? 540.000 hat man nicht eben schon 500.000? Ohne den Zeittag? Könnte mir nicht ganz so viel. Warum habe ich schon 500.000? Ich hatte eigentlich ein bisschen mehr. Ich hätte schon über 600.000 so zwei Busse kaufen können. Und dann kriegen wir den erstmal den nächsten Zeittag. Oder ist das jetzt wieder ein Bug? Katze ist gut. Ja, ist gut. Ich lasse dich gleich raus. Fahr noch zwei Haltestellen, lasse ich dich raus. So, altes Sägewerk. Und dann geht's nach zur Oakstraße. Und dann haben wir Ende im Gelände hier. Dann sind wir die Route auch nochmal abgefahren. Und dann hoffen wir, dass wir hier auf 100% fahren. Ich mach mal meine Katze raus. Sonst holt die sich alleine. Versucht die sich gerade nicht alleine raus. So, schmeißt die. Katze? Ja. So, sorry. Wie gesagt, natürlich, ich nehme mein Mikro auf. Da kann das durchaus mal passieren, dass man auch mal Außengeräusche mitbekommt in der Aufnahme. Was meine Katze macht, kann ich nicht immer kurz kontrollieren. So, und schön hier rum. Aufpassen, dass da nicht einer rausgezogen kommt. Nö, passt. Alles wunderbar. Ich habe echt nur 54.000. Ich dachte, ich habe wirklich mehr gehabt. Ich habe gekriegt. Nur wir hatten nichts mehr auf der Hand, ne? Wir haben ja wieder Busse gekauft. Naja, alles ist gut. Nicht schlimm. So, altes Sägewerk. So, jetzt gucken, dass hier nicht einer rüberläuft. Nö, tut nicht. Alles klar. Oh, muss ich aufpassen, dass ich nicht hier reinfeuere. So, fahren wir das Sägewerk mal auf 3 aus. Ich hoffe, dass wir mit der nächsten Route wieder einen Zahltag kriegen. Moinsen! Danke. So. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Danke. Ja. Altes Sägewerk auch abgearbeitet. Fahrkarte verkauft. Wir sind nur eine Minute zu früh. Und damit können wir. Ich habe gestern schon wieder verpennt. Nein, sie können das ganz und gar nicht witzig. Okay, tschüss. Oakstraße. Ist der nächste Haltestelle. Das ist dann schon die letzte Haltestelle für heute.
Ich bremse mal runter. Wir müssen jetzt. Aber gesagt, wir müssen jetzt eigentlich jetzt komplett runterbremsen auf 50, weil dann will ich, dass der mit dem Limit da trotzdem bei 70 bleibt. Wäre der Blitzer gewesen, wären wir voll reingefahren. Aber sehe ich, ist ja alles okay. Alles ist. So, eigentlich kann ausgebaut werden. Wir haben es geschafft. Wir haben doch keinen Zahltag. Aber was davon denn? 100% oder was? Na, 89. Einmal müssen wir noch. Wahrscheinlich. Gut. Aber nicht in dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann fahren wir. Und dann schauen wir mal, ob wir die 100% haben oder kaufen wir den Bus. Sitzen den hier auf die Route mit. Beziehungsweise jetzt auf eine neue Route, damit wir dann Step by Step immer hochfahren. Damit wir da nicht immer 15.000 Folgen jedes Mal das gleiche fahren. Bis dann. Ciao.